So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX konnte ja gestern schon die 10.000 Punkte Marke zurückerobern, erreichte aber eben leider nicht hier das Kauflimit. Ist jetzt hier, hat sozusagen das erste Kursziel abgearbeitet, ist jetzt hier auch abgeprallt, leicht nach oben noch ausgebrochen, beziehungsweise eben nach oben geschossen und ist halt auf Stundenbasis bleibt der aktuell eben an der Gap-Kante kleben. So. Hier im Tageschart hatte ich ja noch ein Kursziel hier ausgemacht, als die Marke, also wenn die Marke bricht, noch an dem EMA 200. Und auch hier ist eine ein horizontaler Widerstand fast auf dem gleichen Level. Und die liegt bei 10.000 oder bei rund 10.150 Punkten im Hoch. Hat er jetzt der DAX ja, 10.075 gemacht. Hier kam er jetzt eben leider nicht rein. Mal schauen, was er am Nachmittag macht. Ob er nochmal in den Bereich von ja, knapp unter 10.000 Punkten zurückfällt, dann könnte man nochmal überlegen, eine spekulative Long-Position aufzunehmen. Dann aber eben mit Stopp bei rund 9.900 Punkten oder gleich noch enger bei 9.950 Punkten in etwa. Allerdings könnte man hier auch unglücklich dann ausgestoppt werden, geht es hier runter und dann weiter, dann müsste man halt einen neuen Einstieg finden, aber man kann ja von wenn man jetzt hier nur ein Kursziel von 10.150 Punkten nimmt, man kann ja keinen Stopp von 200 Punkten nehmen. Also ist hier schwierig, ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu finden. Der S&P 500 Index ist jetzt hier erstmal ausgebrochen. Die US-Futures liegen heute aber leicht im Minus. Eben auch mal abwarten, ob sich hier der dynamische Aufwärtstrend fortsetzen kann. Hier ist es eben leider, wie am Wochenende analysiert, leider nicht zu dem gewünschten Einstiegslevel, zu dem Rücksetzer, zu dem gewünschten Einstiegslevel gekommen. Was dagegen jetzt hier, gestern habe ich ein neues Gold-Szenario nochmal vorgestellt, was hier das Limit Prinzip perfekt lag oder nahezu perfekt, man will ja auch nicht den absoluten Tiefpunkt erwischen, aber hier das Tief lag jetzt bei 1229,20 angegeben, wurde hier ein Kauflimit von 1230, also kam jetzt der gewünschte Rücksetzer, fand hier jetzt statt und wie ich geschrieben habe, wäre jetzt hier im Idealfall auch von der ersten Bewegung, von dem ersten Impuls hier schon die Korrekturbewegung eben zu Ende und dann kann man sich hier auf eine, ja, muss nicht hier enden, sondern es kann auch deutlich höher gehen, aber hier ist jetzt erstmal das so klar und da wir jetzt da jetzt Gold sich ja, im Idealfall eben ideal verhält, kann man auch wirklich den Stopp jetzt schon hier benennen und das andere Szenario erstmal sozusagen wirklich beiseite legen und dann eben hier unten Neueinstieg finden und nachkaufen, damit man eine volle Position hat, könnte man eben dann hier mit dem Ausbruch über diesem Hoch, dann sollte hier also mit dem Ausbruch über dem, wo lag es denn hier, über 1,
1263, ja, sollte wirklich dynamisch nach oben gehen. Fällt es hier aus, ein dynamischer Move, wird hier der Stopp direkt an das Einstiegslevel dann gelegt. So ist jetzt erstmal die Vorgehensweise. Nach unten bleibt es noch vorerst jetzt erstmal alles so, dass ich hier die zwei Positionen noch so wählen werde, also jetzt auch nicht ausstoppen lasse, solange die Tageskerze jetzt noch nicht vollendet ist. Wenn jetzt die Tageskerze wirklich so bleibt, dann kann man sich definitiv überlegen, sogar fast den Stopp auf Einstieg nachzuziehen. Aber noch ist der Tag ja noch relativ lang. Im Silber, ja, steht jetzt hier wieder, ist ja keine richtige Beimarke, die ich jetzt hier noch benannt habe. Steht aber genau an der 16:15. Wenn man jetzt hier in den unteren Zeitebenen geht, gab es vorher hier nochmal rund 9 Uhr ein Shakeout. Sofort unter die 16 und sogar bis 15:92. Und dann, wie man hier sieht, dynamisch ging es wieder nach oben. Also hier würden vielleicht wieder ein paar Stops gefischt, die hier am letzten Tief lagen. Aber hier war ich zu langsam, beziehungsweise hatte ich kein Setup vorbereitet. So, schauen wir kurz noch auch zum Nasdaq. Der konnte jetzt hier auch auf Tagesbasis, war ja gestern gesprochen, wenn es hier eine negative gibt, dann sieht es gefährlich aus. Das war nicht der Fall auf 4-Stunden Basis. Gab es jetzt hier ja sogar kurz vor Handelsschluss nochmal ein neues Hoch, also ein neues Tageshoch. Sieht hier erstmal eben auch gut aus, dass sich der Index jetzt bis 4,6 oder knapp 4.600 Punkten entwickeln kann noch. So, dann zu Fresenius vielleicht kurz. Da gab es ja wirklich den perfekten Einstieg. Jeder sollte natürlich im Gewinn sein. Und ja, im Prinzip das erste Kursziel mit dem Gap Close bzw. mit dem Heranlaufen an die Unterkante fand noch nicht ganz statt. Also hier entweder an die Rainbow Unterkante den Stopp legen oder im Prinzip hier bei 62,60 rund. Ja, 62,60. Dann sollte eigentlich nichts passieren. Wann die Quartalsergebnisse rauskommen, habe ich jetzt nicht geschaut. Also da sollte man vielleicht davor die Hälfte verkaufen. Nicht, dass man hier wirklich noch in den Verlust kommt, hey, durch schlechte Zahlen und durch einen Gap Down. Siemens Aktie, ja, war jetzt ja nicht direkt so ein Trading Setup, was ich vorgestellt habe, nur kurz im Video erwähnt, dass es hier und auf Gottmut, dass es hier eine schöne Unterstützung gibt. Vorgestellt knapp oder bei 89. Ja, da kann man auch den Stopp schon hochziehen. Sollte jetzt in dieser Woche natürlich nicht mehr hier runterfallen, dann wäre es ja wirklich eine sehr, sehr negative Wochenkerze, weil wir hier im Wochenchart unterwegs sind. Im Nasdaq schauen wir noch ganz kurz auf den Euro-US-Dollar. Da gab es hier den bärischen Abprall. Hat jetzt im Wochenverlauf vom Hoch fast 200 Pips sogar verloren. Allerdings hier finde ich jetzt auch nicht unbedingt, ja, sehr prickelnd, vielleicht ein Long-Einstieg, wirklich einen sehr spekulativen hier unten. Allerdings, ja, kann man hier vielleicht davon ausgehen, dass sich hier das wirklich, die Korrekturbewegung hat sich hier womöglich sozusagen die Korrekturbewegung auf diese Abwärtsbewegung hier vollendet und dann könnte es hier dynamisch dann noch Richtung
neuem Verlaufstief gehen. Also deswegen sind hier dann spekulative Long-Positionen gefährlich, aber ganz aufdröseln kann ich die Bewegung nicht, also nicht, wo dann das Währungspaar als nächstes hingeht. Hier dieses Währungspaar läuft wie gewünscht, kommt jetzt aber hier schon vielleicht, ja, kleine Bredouille, kleiner Rücklauf, aber wie gestern in den Videos erwähnt, ist es hier, sieht es hier schön fertig aus und es kann hier auch über den EMA 10 ist es ja hier die rote Linie gehen, aber wie man hier kann man auch eben die andere Linie, die eben hier verläuft, das sieht man ja hier, gibt es ja auch öfters genau exakt dort gab es einen Abprall oder nimmt man hier die untere, sind auch hier öfters Kerzen daran abgeprallt. Also jetzt kann man hoffen, dass Gold sich so entwickelt wie gewünscht und bei den anderen Märkten muss man schauen, jetzt wie in DAX, ob man hier einen neuen Einstieg findet. Danke und bis später.